Willkommen zurück zur kurzen Vortragsreihe zur Biologie ausgewählter Orchideen. Heute geht es um die Lebensräume der Orchideen. Das alles im Rahmen des Moduls Biologie der Pflanzen der Universität Vechta. Und die Eifel. Die Eifel ist ein deutsches Mittelgebirge, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Grenze Belgien-Luxemburg. Es ist maximal 750 Meter hoch. Hier sieht man so ein Stück weit, kann man sehen, da ist Aachen, Bonn, Koblenz, Trier, das ist so die ungefähre Eingrenzung der Eifel mit den verschiedenen Dingen wie Nordeifel, Schneeeifel, Hocheifel und so weiter. Die Karte übrigens hier von Wikipedia, danke an Toro, dem Autor. Die Kalkeifel, es gibt verschiedene Naturparks in der Eifel und die Kalkeifel liegt im Naturpark Nordeifel. Das erkläre ich Ihnen. Hier ist die Nordeifel und die Kalkeifel, wenn man es mal so grob umrahmen wollte, hier ist Belgien, das ist die Kalkeifel. Und an dieser Stelle da ist der Exkursionsort Nettersheim, also wir sind mittendrin in der Kalkeifel. Wenn ich dieses Gebilde mal etwas näher rausnehme, dann sieht man hier die verschiedenen Kalkmulden, die entstanden sind. Da komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Und da gibt es entsprechend kalkhaltigen Boden und besondere Pflanzen, die dahinter oder da drauf stehen. Wenn ich von Kalkböden rede, dann liegt das daran, dass die Eifel vor 360 Millionen Jahren ein tropisches Meer war. Und da gab es entsprechende Organismen, die dann abgestorben sind und haben eben meterhohe Schichten gemacht von Kalkgestein. Und das ist bis heute in diesen Bereichen aspektbestimmend. Wer dazu Näheres wissen wollte, das ist also Geologie, wenn man so möchte, da gibt es einen wunderschönen Film von Quarks & Co. Geben Sie mal Eifel und Quarks bei YouTube ein. Dann kommt ein kurzer Film von 3, 4 Minuten. Dann wird ein ganz kurzer Abriss gemacht, wie die Eifel im Laufe der Jahrmillionen entstanden ist. Das würde jetzt hier zu weit führen. Für uns reicht es jetzt hier. Die Eifel hat in den Stellen, wo wir sind, Kalkböden. Darum die Kalkeifel. Ein Kalkboden hat zwei Besonderheiten. Erstens, er ist relativ basisch, also pH größer als 7. Und zweitens, Kalkböden sind in der Regel nährstoffarm bzw. trocken. Das kann man natürlich durch verschiedene Maßnahmen verändern, aber manche Stellen bleibt das eben bestehen und das sind unsere besonderen Refugien, die wir uns anschauen werden. Auf diesen Kalkböden gibt es eine ganze Reihe von Pflanzen, die Kalk mögen bzw. kalkstet sind oder Kalk Holz sind ein typischer Begriff, Kalkstet oder Kalkholz. Dann haben wir Orchideen der beiden Unterfamilien, die ich angesprochen hatte im letzten Film. Und die finden wir im Wald, in Feuchtgebieten und im Magerrasen. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen, glaube ich, über Wald, Feuchtgebiete und Magerrasen unterhalten. Das werden wir auch tun. Zunächst einmal, welche Grundlage nehmen wir? Wir nehmen den Ellenberg und inzwischen durch Christoph Leuschner schön ergänzt, Vegetation Mitteleuropas. Hier gibt es eine wunderbare Einteilung der verschiedenen Vegetationen in naturnahe Wälder und Gebüsche, in naturnahe gehölzarme Formationen und vom Menschen geprägte Formationen. Schon diese Ausdrucksweise legt nahe, was wir eigentlich in Deutschland haben. Wir haben in Deutschland vor allem Kulturlandschaft und natürliche Vegetation nur in ganz ausgewählten kleinen Bezirken. Und hiervon werden wir einige wichtige Dinge in Grundzügen besprechen. Wenn man etwas bespricht, muss man zunächst mal ein paar Grundlagen setzen. Das eine ist der Begriff Sukzession. Das bedeutet, wir haben bestimmte Gruppierungen von Pflanzen, man spricht da von Pflanzengesellschaften an einem Standort und da gibt es eine zeitliche Entwicklung. Das nennt man Sukzession. Es gibt eine primäre oder eine sekundäre Sukzession, je nachdem, von welchem Ausgangspunkt Sie starten. Primär heißt von nichts anfangen und sekundär heißt, wir haben ein Feld, was eben ursprünglich mal gut bewachsen war und dann zerstört wurde und dann von neuem eine Sukzession beginnt. Dabei gibt es dann gewisse Abfolgen. Wenn Sie erstmal nichts haben, roher Boden, sage ich mal so, dann haben wir zuerst eine Initialgruppierung, also ein Stadium mit Pionierarten, die zunächst mal diesen Boden aufbereiten. Dann gibt es verschiedene Folgestadien und am Ende haben wir eine Gruppierung von Pflanzen, die
offensichtlich am effektivsten die Ressourcen verwerten können. Das nennt man die potenzielle natürliche Vegetation und das ist das Klimaxstadium, das Endstadium der Entwicklung. Da ist man dann irgendwann im Gleichgewicht und da wird es keine großartigen Veränderungen mehr geben. Wenn davon reden, müssen wir jetzt mal über Fortpflanzungsstrategien reden. Sie werden gleich verstehen, warum. Denn es geht ja so, dass wir Sukzessionsreihen haben. Es fängt bei Null an, hört beim Wald auf. Und dazwischen haben wir ja verschiedene Pflanzen, die verschiedene Strategien haben, um sich an bestimmte Bedingungen optimal anzupassen. Und dieses Verhalten von Pflanzen kann man charakterisieren mit drei grundsätzlichen Typen. Und die habe ich nach Grimme genommen, die drei Haupttypen oder die ökologischen Primärstrategien. Schön nachzulesen hier bei Klotz und Kühn, das kann ich sehr empfehlen, im Internet wunderbar runterzuladen. Hier die wichtigsten Typen jetzt. Erstens die Ruderalstrategen oder R-Strategen. Oder Reproduktionsstrategien, je nachdem, wen sie gerade haben, sagt der eine Ruderal, der andere sagt Reproduktion. Das sind Pflanzen, die sind relativ kurzlebig, haben eine sehr hohe Samenproduktion und haben wunderbare Ausbreitungsformen, sagen wir Flieger und ähnliches, damit sie auch wirklich effektiv von einem Standort zum nächsten kommen. Und die leben auf Standorten, die gestört sind, also die aus irgendeiner Form der Boden da aufgebrochen ist, sei es ein Erdrutsch, sei es der Mensch, der da rumbaggert. Und solche Dinge. Solche Pflanzen nennt man auch Pionierpflanzen. Das sind oft annuelle Pflanzen, also einjährige Pflanzen. Sie kennen sowas, solche Bereiche hier, die Klatschmohn und Kamillen, Kamillenwiesen. Hier sehen Sie die Kamille nochmal in einer Einzeldarstellung. Das sind typische R-Strategen. Das zweite sind die Konkurrenz- oder C-Strategen. Das sind Pflanzen, die schon deutlich langlebiger sind. Die haben eine relativ hohe Phytomasse und sind dadurch relativ konkurrenzstark. Das heißt, sie haben eine Lebenskapazität und sind an der Grenze der Lebenskapazität und haben eben deutlich stabile Standorte. Das sind Bäume, Sträucher, großwüchsige Stauden. Da können Sie sich vorstellen, diese Pflanzen haben so, dass die das, was möglich ist, haben die ausgenutzt. Das sind die C-Strategen. Ich habe jetzt mal nicht die Bäume und Sträucher genommen, sondern so typische Wiesen. Auch das können typische C-Strategen sein, die eben Pionierpflanzen gar nicht mehr hochkommen lassen und andere Pflanzen vielleicht auch nicht. Hier mal das Wiesenknäuelgras, Dactylus glomerata, als Erinnerung an die letztjährigen Bestimmungsübungen. Das sollten Sie natürlich kennen. Und dann gibt es die Stresstoleranzstrategen, die S-Strategen, auch die nochmal erwähnt. Das sind langlebige Pflanzen, die aber eine geringe Reproduktion haben, auch im Grunde klein bleiben, also geringe Phytomasse haben. Und die stehen auf Standorten, die extrem sind, weil sie schwer verfügbare Ressourcen haben. Die haben oft einen ökologischen Zeigerwert im Maximum und Minimum. Über Zeigerwerte werden wir auch im Rahmen des Seminars nochmal ausführlicher reden. Und das sind so zum Beispiel solche Pflanzen. Das ist sehr hübsch, noch ein bisschen größer. Hier unsere Zwerglockenblume. Das sind gestörte Standorte mit Zeigewerten, also Licht oder Trockenheit und ähnliches mehr. Das sind solche Stresstoleranzen Pflanzen. Da gibt es natürlich jede Menge Zwischenformen, sind R-, C- und S-Strategien. Dann gibt es die CR- oder CS-Strategien und so weiter. Das kann man sehr stark vertiefen, wollen wir aber gar nicht. Uns reicht es, wenn wir uns drei Gruppen mal anschauen und überlegen, welche Gruppen gibt es grundsätzlich. Alles andere ist dann eben sehr viel mehr Interpretation und wissenschaftliche Arbeit. Hier noch einmal die drei Typen zusammengefasst, die Ruderalstrategien, Konkurrenzstrategien und die Stresstoleranzstrategien. Das soll uns im Grundsätzlichen genügen, weil damit können wir grundsätzlich Sukzession verstehen. Im Einzelfall müssen wir, wie gesagt, da etwas näher noch reinschauen. Wir hatten gesagt, die Abfolge ist Initialstadium, dann das Folgestadium und dann das Klimaxstadium. Gucken wir uns das Klimaxstadium mal genauer an. Das heißt, in der Systemtheorie haben wir den Höhepunkt der Entwicklung. Das heißt, wir haben im Grunde einen Gleichgewichtszustand, der stabil bleibt. Ähnlich wie in der Gleichgewichtsreaktion in der Chemie, die Vegetation. Natürlich gibt es da Veränderungen, aber grundsätzlich bleibt die Formation erhalten. Wir haben keinen ruderalen Standort mehr, sondern wir haben zum Beispiel einen Wald und der bleibt trotz aller internen Veränderungen als Wald erhalten, bis man da irgendwie eingreift. Sei es der Blitz, sei es ein Waldbrand, sei es die Katastrophe Mensch.
Das Klimaxstadium ist zum Beispiel ein Wald. Kann auch sein ein Moor oder Hochmoor. Kann auch sein eine Wiese. Es kommt immer darauf an, welche Standorte Sie haben, welche abiotischen Faktoren gibt es und welche Dinge werden überhaupt zugelassen an Strategien, die da entsprechend wachsen können. So, für Mitteleuropa kann man schon durchaus sagen, hier bei uns ist in der Regel der Buchenwald das Klimaxstadium. Hier in der Eifel werden wir eine Reihe von Buchenwäldern uns anschauen. Der Rotbuchenwald ist natürlich als Zentrum vor allem in Europa zu sehen. Die Gesamtareale, die man als Buchenwald bezeichnen könnte, wären in Deutschland etwa bei 23 Millionen Hektar. Tatsächlich sind es etwa 1,6 Millionen Hektar. Das heißt, wir haben nur sehr wenig noch wirklich gut erhaltenes Klimaxstadium. Der Rest ist eben Kulturlandschaft. So viel zum Thema Regenwald und Regenwaldabholzen. Wir haben unsere Wälder auch tatsächlich sehr stark verändert, sodass wir sie optimal nutzen können. Keine Entschuldigung für Regenwaldabholzung, aber wir haben unseren Wald auch ziemlich zerstört in den letzten 2000 Jahren. Es gibt UNESCO-Weltnaturerbe, die alten Buchen Deutschlands, die gibt es an verschiedenen Stellen. Das können Sie gerne mal nachgucken, wenn Sie mögen. Aber ein Rotbuchenwald sieht schon hier sehr schön aus. Den in der Eifel, das ist der Königswald, hier unten mit Alimosin, dem Bärlauch, zum richtigen Zeitpunkt dahin gekommen, ist schon wirklich ein besonders schönes Biotop. Was wächst da? Die Rotbuche. Fagus sylvatica, da sage ich Ihnen nichts Neues. Sie erinnern sich vielleicht, dass die Fagus sylvatica in der Jugend relativ rasch wächst und gleichzeitig dabei sehr gut Schatten toleriert. Das ist ein großer Konkurrenzvorteil, weil er es schafft, länger zu warten als die anderen, ob sie eine Nische auftut und er entsprechend ans Licht kommen kann. Daneben gibt es Begleitbäume. Ist ja nicht so, dass ein Rotbuchenwald nur aus Rotbuchen besteht. Es gibt zum einen einige Koniferen, Weißtanne und Fichten. Das ist vor allen Dingen ein Merkmal für die Bergwälder. Dann gibt es die Eichen, klar. Das ist oft ein Zeichen für saure Böden, wobei Eichen oft auch als Lichtpflanzen gerne solitär stehen. Dann gibt es eine Reihe von Edellaubhölzern wie den Ahorn oder hier Fraxinus excelsior, die gewöhnliche Eche. Das sind oft Zeichen für nährstoffreiche und gute Böden. Und dann gibt es noch die Erlen als Beispiel, Alnus glutinosa, das ist ein Zeichen für nasse Böden. Das sind nur ein paar Bäume und Sie sehen, anhand der Zusammensetzung eines Waldes kann man durchaus unterschiedliche Dinge feststellen und schon Rücksagen auf abiotische Faktoren machen. Dann kommen wir zu den weiteren Begleitarten, die Sträucher, da gibt es viele, Ilex, Eiben, Haselnuss, Schneeball, ich habe nur ein paar aufgeführt, Sie werden in der Eifel eine ganze Reihe davon sehen und wir haben jede Menge Kräuter und Stauden. Und da kann man so schöne Gruppierungen machen, das mache ich ganz gerne. Wir haben zum Beispiel hier Hainsimsen, Bingelkraut und den Wiesenwachtelweizen oder den Waldmeister als Buschwindröschen und Bärlauch. Oder aber Seggen mit dem Waldvögelhain, der Stendelwurzel, typische Orchideen, die wir davor finden. Und je nachdem, welche Zusammensetzung sie haben, kann man den Wald in verschiedene Gruppierungen unterteilen. Man spricht zum Beispiel, wenn man hier eine solche Artengruppe hat, ganz gerne vom Hainsimsen-Buchenwald. Hier spricht man ganz gerne vom Waldmeister-Buchenwald und hier ganz gern vom Orchideen-Buchenwald. Das ist wichtig zu erkennen, dass ein Rotbuchenwald verschiedene Differenzierungen haben kann, je nachdem, welche anderen Begleitpflanzen da drin stehen. Das kann man in der Pflanzensoziologie noch besser quantifizieren, aber das soll uns hier an dieser Stelle genügen. Was ich wichtiger finde, ist, wenn man Hainsimsen und Seggen hört, dass man damit was tun kann. Und darum mal kurz erläutert, das wäre Luzula luzuloides, die schmalblättige Hainsimse, das ist eine Junkerzehe, ein Binsengewächs mit sehr schönen Blüten, ein Perigon noch deutlich zu erkennen. Oder aber wir haben hier ein Sauergras, Carex flacca, die blaugrüne Seggen. So, hier sehen Sie zwei typische grasartige Gebilde, ähnlich wie die Poazeen, die Süßgräser, haben wir Süßgräser, Binsengewächse und Sauergräser. Diese drei sollten unterscheiden können, dass man zumindest einschätzen kann, welche Pflanzen haben wir denn da im Wald stehen. Auch hier kann ich nochmal zurückweisen auf die Vorlesung der Poazeen aus dem vorigen Semester, wo das etwas näher besprochen wird.
Und wenn wir uns jetzt so einen Orchideen-Kalkbuchenwald mal angucken, hier am Königsberg, wir werden diesen Teil hier wandern und wir kommen dann nach Steinfeld irgendwann. Das ist ein sehr schöner, hübscher Wald. Und da werden wir zum Beispiel die schmallippige Stendelwurz sehen oder aber das auf jeden Fall das bleiche Waldvögelein. Diese Stendelwurz hängt ein bisschen davon ab, wie spät wir im Jahr da sind, aber die sehen wir auf jeden Fall. Ich will nicht versäumen, zwei weitere besonders interessante Arten im Königswald zu nennen. Das eine ist Atropa belladonna. Wer schon den ersten Teil mit mir gemacht hat, der weiß, dass ich diese Pflanze sehr besonders mag. Hier verweise ich dann wieder mal auf eine Vorlesung, diesmal Vorlesung 25, ausgewählte Heilpflanzen, wo ich ein bisschen zu dieser Pflanze erzählt habe. Und eine weitere Besonderheit, die ist auch wirklich spannend, das ist die Schwalbenwurz Vincentoxicum hirundinaria, eine Apocynaceae. Sieht relativ unscheinbar aus, die werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch sehen. Hier sieht man die Blüten ein bisschen größer und der Blütenbau und die Bestäubung ist ganz extraordinär. Nur ganz kurz hier mal eben erläutert, das ist also das Blütendiagramm und Sie sehen hier Kelch und Krone. Und Sie sehen hier, das sind soll ich sagen, diese Masken hier, das sind die Staubblätter, 5 Stück an der Zahl. Die haben ein besonderes Gebilde, einen Nektarbecher hier. Und hier hat man eben den großen, flächigen Narbenkopf. Und es gibt so ein paar besondere Begriffe, das sogenannte Gynostegium. Da sind 5 Antheren und der 5-kantige Griffel verwachsen. Hier kann man es ganz gut sehen. Und wir haben die Nebenkrone. Wir haben nämlich einen, das hatte ich schon angedeutet, einen Auswuchs der Staubblätter, also zum Rücken, also dorsal. Das bildet sich schon im Drüsenbecher aus. Das ist also die Nebenkrone. Das sind diese Bereiche hier. Und wir haben Pollinien. Da sind die Pollinien in den Staubblättern. Und die Pollinien sind dann mit einem Klebkörper und besonderen Stielchen, die heißen hier Translatoren und Corpusculum, wie sie heißen, verbunden. Und dann gibt es einen ganz besonderen Bestäubungsmechanismus. Ein Tier, ein Insekt, was also hier einen Nektar sich holen will, gerät mit den Beinen hier zwischen diese Staubblätter und dann wird der Klemmkörper an den Beinen festgeklemmt und beim Wegfliegen wird der Klemmkörper mit den Translatoren und 2 Pollinien von 2 benachbarten Staubblättern weggezogen und entsprechend zur nächsten Blüte transportiert. Und dabei welken die ein bisschen, dann kommen dann irgendwann die Pollinien hier, darunter liegt die Narbe und dann wird entsprechend die Bestäubung funktionieren. Also das ist eine tolle Sache, nur dass man diese Pflanze mal sieht und auch hier einfach eine gewisse Ehrfurcht hat über die Erfindungsreichtum solcher Bestäubungsmechanismen. Gut, das soll genügen für die Wälder. Im 5. Film gehe ich nochmal auf die Orchideen der Wälder ein, weil da gibt es noch ein paar Besonderheiten in der Lebensweise, die machen wir dann noch da genauer. Kommen wir zu den Mooren. Ein Moor ist ein Lebensraum, der ständig Wasser hat. Die sind sauerstoffarm, die Böden, und wir haben pflanzliche Reste und es wird irgendwann zu Torf. Sie kennen diese Moore auch aus Vechta und der Umgebung. Und die grundlegende Pflanze ist das Torfmoos. Hier sieht man das Torfmoos hier ein bisschen größer mit den Köpfchen. Und hier sieht man wunderbar diese Ästchen, wie sie hier. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Kapillarwirkung des Mooses hier das Wasser nach oben transportiert und entsprechend dann irgendwann das Moor und dann den Torf bildet. Wer dazu mehr wissen will, auch hier verweise ich dann wieder auf die Vorlesung, diesmal BIP 002. Das ist die aus dem Wintersemester, wo ich über Moose auch ein Stück weit was erzähle, also auch als Film hier auch. Und da kann man nochmal so ein bisschen näher sich anschauen, was hier so passiert. So, Voraussetzungen, niederschlagsreich, wir haben eine Stauschicht im Boden, das Wasser nicht ablaufen kann und wir haben mehr Pflanzensubstanz, die gebildet wird, als zersetzt wird. Das sei noch so nebenbei mal erwähnt. Was ich auch noch erwähnen will, ist, dass es sogenannte Niedermoore und Hochmoore gibt. Die Niedermoore sind meist in Senken, Mulden, in Quellen austränken, da haben wir viel Grund- und Quellwasser und das ist in der Regel nährstoffreich. Das kann sich zu einem Hochmoor weiterentwickeln, tut es aber oft auch nicht. Niedermoore, so, wenn man sie so findet, sind sehr artenreich. Und wir werden 1 bis 2 Quellenmoore aufsuchen, die sehr artenreich sind, auch in der Eifel, und werden da eine Reihe von hübschen Pflanzen auch finden. Hier sieht man schon einige hübsche Beispiele dazu. Und was wir besonders finden, ist zum Beispiel Geum ruvale
Oder aber unsere Sumpfläusekraut, komme ich auch später nochmal darauf zurück. Oder aber unseren kleinen Baldrian, das sind typische Pflanzen in solchen Quellmooren in der Eifel. Hier nochmal eine etwas größere Ansicht. Wir werden sie in der Eifel sehen, dann werden wir auch die Merkmale der einzelnen Pflanzen besprechen. Und natürlich gibt es im Quellmoor auch Orchideen. Ich habe hier mal eine Orchidee herausgesucht, das gefleckte Fingerkraut, Dactylorhiza maialis. Gut. Ich hatte eben schon Hochmoore angesprochen. Hochmoore haben keinen Kontakt mehr zum Grundwasser. Das ist der grundlegende Unterschied zu Niedermooren. Die werden also sozusagen von Regenwasser versorgt, ombrogene Moore. Das Höhenwachstum kommt durch die Torfbildung und entsprechend können Sie sich vorstellen, Sie haben keine Nährstoffe, Sie haben eigentlich nur Torf oder Sphagnum als Grundlage und entsprechend sind Hochmoore relativ artenarm. Was aber nicht heißt, dass die Arten, die dort wachsen, nicht besonders interessant wären, so wie Drosera, die Sonnentau und ähnliches. Aber Hochmoore haben wir jetzt da in dem Bereich der Eifel, wo wir uns jetzt befinden, nicht. Da müssen wir ein bisschen hochfahren ins hohe Venn, aber das machen wir nicht. Dann hätten wir also auch hier den Bereich, da werden wir so auch ein oder zwei Orchideen finden. Und dann kommen wir zu den menschgeprägten Formationen und hier besonders den Magerrasen. Kalkmagerrasen und Wacholderheide. So, zunächst mal, ein Grünland ist eine landwirtschaftlich genutzte Fläche in der Regel. Wenn wir nicht gerade eine Tundra haben oder eine Steppe haben, gut. Dann gibt es Intensivgrünland, das heißt Fettwiesen oder Fettweiden. Oder wir haben extensives Grünland, das sind Magerwiesen oder Magerweiden. Und dann gibt es noch den Magerrasen. Und da gibt es den Trockenrasen, der als besonderer Stand auch zu sehen ist. So, mager heißt wenig Ertrag, fett heißt viel Ertrag. Wiese heißt, es wird gemäht. Das fördert die Gräser. Also eine Wiese, die gemäht wird, hat vor allen Dingen Gräser. Und die Weide wird beweidet. Das fördert eigentlich die Kräuter, weil Schafe und Ziegen vor allem die Gräser fressen und viele Kräuter eben auch stehen lassen. Also je nachdem, wie bewirtschaftet wird, je nachdem, wie gedüngt wird, haben wir eben hier schon verschiedene Standorte. Und die Magerrasen sind besondere Bereiche, die eigentlich nicht stark genutzt werden. Zunächst einmal diese Unterschiede: Fettwiese und Magerrasen. Wir werden das vor Ort sehen, wie artenarm die Fettwiesen sind, wie artenreich die Magerrasen sind, wie üppig die Fettwiesen sind in ihrer Gesamtvegetation, wie kärglich oft die Magerrasen aussehen. Das ist ja ein Dualismus, der da ist. Zwar viele Arten, aber trotzdem sieht es eher karg aus. Zwar wenig Arten bei der Fettwiese, aber dafür üppig bis zum geht nicht mehr. Das sind halt die verschiedenen Bewirtschaftungsformen. Und was wir auch finden werden, ist einen besonderen Biotoptyp, weil doch der Wacholder das Landschaftsbild prägt, also Magerrasen und Wacholderheide. Hier sieht man den Wacholder, hier mal etwas näher, Juniperus communis, dazu dann vor Ort entsprechend mehr. Aber diese Wacholderheiden sind schon was ganz Besonderes. Das sind trockene, nährstoffarme Lagen, die oft auch steil sind. Das kann dann eben nur genutzt werden für Schafe und Ziegen. Und darum hat sich über die Jahrhunderte eben hier ein solches Biotop eingestellt mit einer Vielzahl von wunderbaren, schönen Pflanzen. Das Entscheidende ist, die Schafe mögen keine stacheligen Pflanzen, also Wacholder bleibt dann eben stehen. Und die Tiere mögen auch keine giftigen Pflanzen, wie die Küchenschellen, sodass hier eben solche Pflanzen stehen bleiben. Hier kann man auch gut sehen, um mal auf den Begriff Sukzession zurückzukommen, dass ein solches Biotop nur dadurch entsteht, weil es ständig bearbeitet wird. Wenn man das in Ruhe lässt, dann wird es verbuschen, sich mit stacheligen Pflanzen hochziehen und irgendwann nicht mehr als Magerrasen zu erkennen sein. Wir werden das sehen an verschiedenen Standorten, wo die Magerrasen aufgrund der fehlenden Schafe und Ziegen so langsam aber sicher zuwuchern. Dabei sind diese Biotope unbedingt zu erhalten, weil die unheimlich artenreich sind. Das betrifft nicht nur die Botanik, sondern auch die Botanik und daraus resultierend auch die Insekten und die Schmetterlinge und daraus resultieren auch entsprechend die Vögel und Kleinsäuger und ähnliches mehr. Solche Refugien, die im Grunde landwirtschaftlich kaum zu nutzen sind, sind aber für die Biodiversität unserer Gegend auch in der Eifel von ganz besonderer Bedeutung. Wir werden das kennenlernen und entsprechend auch schätzen, lieben lernen. Die sind geschützt, in der Tat.
Wenngleich, und das muss man tatsächlich sagen, es immer schwieriger wird, diese Flächen zu kultivieren und so zu halten, dass sie auch wirklich auf Dauer existieren können. Das sind große Probleme im Naturschutz. Auch darüber werde ich dann in der Eifel noch ein bisschen mehr erzählen. An den einzelnen Stellen, da kann man das oft ganz gut sehen. Gut, kommen wir zu den interessanten Arten. Ich kann nicht alle jetzt hier aufzählen. Ein paar habe ich mir überlegt. Wollte ich auch hier schon mal erwähnen. Wir werden also eine Campanulaceae sehen. Hier die Gattung Phytomyra in verschiedenen Arten. Hier auf dem Kalkmagerrasen haben wir Phytomyra orbicularis, eine sehr schöne Pflanze mit einem sehr interessanten Bestäubungsmechanismus. Den erkläre ich Ihnen dann da vor Ort. Sonst wird der Film heute zu lange. Wir werden die Küchenstelle sehen. Ich sagte eben schon, die ist giftig und entsprechend von den Schafen und Ziegen gerne vermieden. Oder eine sehr schöne Pflanze, unsere gewöhnliche Sonnenröschen, Helianthemum nummularium. Oder das sehr schöne Kreuzblümchen, winzig klein, aber Polygala commoso ist eins meiner Lieblingspflanzen. Ist leicht zu verwechseln mit Fabaceen, aber auch da werden wir uns das anschauen und dann werden Sie auch die Unterschiede feststellen. Dann haben wir unsere Globularia bis nigarica, die gewöhnliche Kugelblume, heute eine Plantaginaceae, früher eine Globulariaceae, wahrscheinlich in 10 Jahren auch wieder eine Globulariaceae. Und dann haben wir noch ein besonders schönes Gras, Brizza media, das gewöhnliche Zittergras, ein kleines, unscheinbares Gras. Auch solche Sachen werden wir im Kalkmagerrasen finden und viele, viele andere Arten mehr. Aber auch Orchideen, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Sehr typische Pflanze für den Kalkmagerrasen ist einerseits die große Händelwurz, Gymnadenia, Conopsea, diese hübsche Pflanze. Was wir immer wieder finden, etwas seltener, die ist nicht ganz so häufig, ist Aceras anthropophorum, die Puppenorchis. Die ist nicht ganz so häufig, sage ich mal so. Und in der Eifel an bestimmten Stellen richtig häufig haben wir Ophrys insectifera, die Fliegenragwurz. Die erkläre ich Ihnen gleich im vierten Film, wie die Bestäubung bei dieser Pflanze so funktioniert. Das ist schon hochspannend. Also insgesamt finden wir im Buchen- und Buche-Mischwälder eine Reihe von schönen Orchideen. Wir haben Niedermoore und finden schöne Orchideen und auch in Magerrasen. Und neben Orchideen finden wir auch jede Menge andere wunderbare Pflanzen und können so unsere Basis, die wir aus den Bestimmungsübungen haben, jetzt hier sukzessive weiter aufbauen. Dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war jetzt viel Stoff auf einmal, das weiß ich, aber das Schöne an Filmen ist, man kann sie sich ja auch zwei oder dreimal anschauen. Ja.